Ressourcenoptimierte Unternehmen sind in der Regel groß und träge. Sie sind überoptimiert für ein stabiles System und können nicht mehr auf Änderungen schnell und adaptiv reagieren, wenn das System destabilisiert wird. Sie sind Tanker, die für einen Richtungswechsel viel Zeit, zu viel Zeit brauchen. Darüber hinaus besitzen sie eine unbeabsichtigte Voreingenommenheit. Das heißt, sie sehen nicht das, was sie nicht erwarten. Um sie herum nutzen kleine, flexible, ideenreiche Unternehmen die Situation aus. The moment of chance. Und attackieren die alten Platzhirsche, die Dinosaurier. Die alten Platzhirsche merken es häufig gar nicht, dass sie attackiert werden. Und wenn sie es merken, ist es zu spät. Wir haben das schon häufig in der Geschichte gesehen. Man nennt es auch den Kodak-Moment. Die alten Platzhirsche, um den Begriff weiterhin zu nutzen, scheiden aus dem Markt aus. Hier sind Unternehmen definitiv im Vorteil, die den Wertfluss optimieren, also das Richtige in guter Qualität und auch zur richtigen Zeit schnell und flexibel machen und dem Kunden anbieten können. Deswegen allein ist es so wichtig für Unternehmen, agiler zu werden.